Der Bundesrat beginnt mit einer Aktuellen Stunde mit der Bundesministerin für Klimaschutz, Leonore Gewessler. Ja, wieder sehr wichtige Punkte werden heute angesprochen. Für die Tagesordnung sind die jüngsten Beschlüsse des Nationalrats in Aussicht genommen. Ja, und es geht darum, es handelt sich um etwa das sogenannte Energiepaket samt Erhöhung, auch eben der Pendlerpauschale, ebenfalls sehr wichtig, die Novellierung des Kraftfahrzeuggesetzes. Und auch geht es um die Verlängerung des Covid-19-Maßnahmegesetzes und zwar bis Juni 2023. Ja, und die seit Monaten steigenden Energiepreise werden ja durch den Ukraine-Krieg zusätzlich befeuert und die Regierung setzt eben nun weitere Schritte, um natürlich auch die privaten Haushalte und auch Firmen zu entlasten. Das heimische Energiepaket sieht weiters eine 50-prozentige Erhöhung der Pendlerpauschale vor und auch eine Vervierfachung des Pendler-Euros bis 30. Juni 2023 vor.